Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 4. Aber den Wingsuit hatten wir vorher schon. Hier beim Zelt vom Longinus. Der Longinus. Genau. Jetzt müssen wir irgendwo hin. Was ist denn da? Hab ich das gesehen? Goldener Pfadmission. Ach so. Was haben wir noch so auf der Karte? Was Interessantes? Irgendwas Interessantes? Wie? Gerade dich. Eigentlich hier auch irgendwo Schneeleoparden? Hier oder so, vielleicht allerhöchstens. Waren wir auf dem Berg? Wo habe ich eigentlich den anderen Schneeleopard gefunden? Der Hurk. Schau mal, was der Hurk will. Ich dachte, ich habe das gemacht, das für zwei Felder. Nee, anscheinend nicht. Okay, jetzt reicht. Anscheinend ja, noch nicht. Hey AJ, hat's dir gefehlt? Klar. Frau mit dem Raketenwerfen auf dem Rücken. Ich liebe dieses Land. Ganz gut, für das, dass wir so schnell da angerauscht kamen. So. Alter, episches Timing, hier ist Herc. Ich dachte gerade, wir müssen mal wieder was Großes zusammen machen und boom, da bist du. Du hast angerufen und was Großes zusammen machen? Die Affen und Bananen. Schnell, woran denkst du, wenn ich Affe sage, Mann? Bananen. Statuen, Mann. Paar ganz Affenstatuen. Ich war, weißt du, früher nicht immer nett zu meinen engsten Verwandten, den Affen. Und ich würde das von damals gerne wieder gut machen, das mit den T4-Westen. Den was? Wie ein 12-Schritte-Programm mit Waffen. Ich würde selbst machen, weißt du, ich habe Coco 6 und Bongo 2 mitgebracht. Aber die haben kein Körperfett, Mann. Die erfrieren schneller, als man Affe am Stiel sagen kann. Das ist das Problem, weil auf der Straße heißt es, es gäbe eine Affenstatue in einer Eishöhle ganz oben in den Bergen. Mhm. Und ich weiß wo. Warte, welche Straße? Die Straße, Alter! Hör zu, die Royal Army sucht auch nach der Statue. Also hopp, hopp! Schon wieder ein Sherpa. Okay. Vielleicht finden wir da wieder Schneeleoparden, ist ja gut. Namaste. Ja, namaste. Mach deinen Tee selber. Leute, ihr habt den Sender von Eskyrat eingeschaltet und ich bin Ravi Ray Rana. Also, ich möchte über Anita reden, furchtlose Freiheitskämpferin, respektierte Anführerin und quasi der harte Kern des Goldenen Tages. Ganz zu schweigen davon, wie scharf sie mit einer Waffe aussehen. Das ist nur meine Meinung, nur meine Meinung. Ich sag das nur so dahin, aber hier ist doch eine kleine Anekdote über Anita. Ich meine, ich habe nicht wirklich nachgeforscht, aber man hört überall, dass sie auch noch eine aufstrebende Drogendealerin sei. Hey, ich urteile nicht, ich bin kein Drogenfahnder, ich unterstütze die lokale Kräuterzucht, aber ich deale nicht. Ich finde, das ist... Also, Anita ist eine Drogendealerin. Das ist ja nix. Ja, dann. Sei gegrüßt, AJ. Warte mal, ich muss mal gucken, ob es hier Munition gibt vorher.
das Joch an meinem Flug ist zerbrochen. Und ich kann es nicht reparieren, seit die Army verboten hat, Bäume zu fällen. Ist ganz schön blöd, ja. Also, schon wieder da hoch. Finde eine Sauerstoffmaske, hä? Finde die Affenstatue. Sieh mal einer an. Sind wir denn hier gelandet? Da ist die Eishöhle, nehme ich mal an, hä? Welches hübsches kleines Lager. Oh, hier ist auch schön. Aber ich habe noch keinen Schneeleoparden gesehen. Ich brauche einen Schneeleoparden. Wichtiger ist alles andere. Aber dann können wir doch hier mal. Okay, vielleicht sollten wir, bevor wir da hochgehen, uns eine Körperpanzerung besorgen und hier, wie heißt es, ein paar Heilspritzen vielleicht. Ah, zu spät. Also müssen wir es doch von hier machen. Verdammt. Das ist natürlich echt ätzend jetzt. Aber naja, jetzt müssen wir da wohl durch. Es hilft wohl nichts. Also wir müssen auf jeden Fall mal 1-2 Typis ausschalten. Müssen wir auf jeden Fall ausschalten vorher. Ach ja, so. Wer noch? Du, hä? Im Namen des Königs! Verdammt! Ah, das gibt's doch gar nicht. Meine Güte. Ah.
So. Finde die Affenstatue. Finde Medizin, wäre viel wichtiger. So, und jetzt kommt der Rest. Geier. Was? Okay. Piss dich, Adler. Der Adler soll sich mal verpissen. Oh. 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 Seht mal, was wir gefunden haben. Ist das nicht schön? Selbst nichts wie ein Zelt. Zack. Oh, hier ist gar nichts in dem Zelt. Toll. Habt ihr gesehen, wie hell das war, als wir rausgekommen sind? Schön. Ah, sehr schön. Wenigstens haben wir jetzt Herc, hier ist eine Kiste, aber sie ist leer. Alter, vermassel mir nicht die Tour. Warte, warte, warte. Halte deine blauen Eier fest. Wenn Vergans Gorillas noch da oben sind, wette ich Kohle gegen Jungfräulichkeit, dass sie die Statue auch nicht haben. Vielleicht liegt die Affen... Wir suchen schon seit Wochen, wir haben aber immer noch keine verdammte Statue gefunden. Aber wenn unsere Ingenieure recht haben, sind wir fast durch den Gletscher durch. Wir müssen die andere Seite jetzt jeden Tag erreichen. Hoffe ich. Statue noch irgendwo auf Eis. Oh, ja, warte. Ich habe mich gerade auf eine Idee gebracht. Voll das versteckte Wortspiel. Guck dir den Gletscher an. Voll das versteckte Wortspiel. Ach, beim Herc merkt man auch so schön, dass er Ami ist. Kann ich hier nicht rein, das ist aber schade. Aber da müssen wir jetzt gleich rüber. Aber erstmal müssen wir die Kisten plündern. Kisten. Haben sich durch den Gletscher durchgegraben, oder was? Ach, komm. Zack, Enterhaken, los geht's. Wir haben auch schon Flammenwerfer, Brennstoff. Also hoffentlich können wir bald in den Norden, dann können wir die anderen 7 Glockentürme noch machen und dann können wir uns kriegen wieder Waffen und so.
Was? Kam denn er her? Ich hab bestimmt irgendeine Sprengung gedrückt. Das sieht nämlich nach so einem Sprengknopf aus. Ja, bestimmt gerade das Ding gesprengt, während die Typen da noch drin waren. Ja, ja. So ist es. Habt ihr es gesehen? Du bist ein toter Bastard. Alles sauber. Ihr seid tote Bastarde. Ist ihr alle hier für schön? Ihr habt eine Gossensprache in diesem Spiel. Ist nicht mehr feierlich. Totales Haustier. Ist ja nett. Guck mal hier. Die müssen wir auch mitnehmen. Es gibt doch wohl anscheinend noch ein paar Waffen. Oder ich habe sie einfach nur nicht gesehen, weil ich ein blinder Fisch bin. Kann auch sein. Aber die sind auf jeden Fall hier gut ausgerüstet, die Burschen. Die haben sich auf jeden Fall hier auch viel Mühe gegeben. Hier ist echt viel Sprengstoff. Munition. Mhm. Natürlich die Frage, wie diese Kiste hier in den Gletscher kommt, ne? Schade, den wollte ich take down. Warum hab ich da jetzt drauf geschossen? Aus Versehen. Meine Familie ist schon tot, du Wichser! Sag sowas nicht über meine Familie! Ich glaube, wir sollten uns vor dem Mr. Flammenwerfer in Acht nehmen, hä? Oh, oh. Ich glaube, du hast ein Problem, mein Freund. Kopfschuss. Dem hatte ich ein bisschen Angst. Muss ich sagen. Ja, wir müssen jetzt im Prinzip jede Waffe weglegen, damit wir die alle mitnehmen können, weil ich Angst habe, wenn wir sie nicht mitnehmen. Dass wir sie dann nicht freischalten. Deswegen müssen wir sie alle mitnehmen. Weil die anderen haben wir ja eh alle im Laden. Das ist ja halb so wild, sage ich mal. Die sind ja eh alle im Geschäft. Die können wir uns ja jederzeit wieder nehmen. Aber so haben wir... Was? Ich soll da reintauchen? Ist es euer Ernst? Über das Wasser vorher ein bisschen anwärmen. Puh. Ja dann. Ja, ja,
ich weiß, AJ, du kannst es noch nicht so lange. Das war ja knapp. Wie hier raus? Nee, hä? Das ist nur ein Luftholdings. Seht ihr? Jetzt bräuchten wir diese Fähigkeit. Können wir das hier machen? Fähigkeiten. Hier, Lunge. Okay. Ah, verdammt! Gut, dass er hier keine Luft braucht. Voll der Gletscher, voll geil. Hab Schaden. Dass er nicht friert, der Bursche. Oh, da hören wir schon wieder Burschis, hä? Sind wir bald raus? Ja, hast du nicht mitgerechnet, hä? Fortschrittsbericht. Tag 3. Nach 14 Sprengungen scheint das Eis immer dünner zu werden. Vielleicht ist der Wunschvater des Gedankens, denn den Sprengstoff durch das Wasser hierher zu bringen ist extrem schwierig. Aber wir glauben, dass wir uns dem Ende des Gletschers nähern. Aha. Jetzt habe ich natürlich keine Waffe mehr, außer... Guck mal hier, was hat denn die für ein Magazin, Junge? Ist das ein Bison? Jetzt müssen wir mal schnell was schauen. Können wir eigentlich fette schon Takedown? Ah, jetzt haben wir also hier, das hätten wir sparen müssen und dann hätten wir das machen können. Verdammt! Pirat, ich erinnere mich nicht, wo mein echtes Zuhause ist. Davon machst du dann selber drauf was. Die Lunte brennt! Es geht gleich hoch! In Deckung! Aua, aua. Ah, seht ihr, das war... Aua! Das war ja trotzdem ganz gut. Aber den können wir auch so nicht holen. Den kriegen wir leider so nicht. Ich bin im Wasser, mein Freund. Mach weiter Druck! Okay, wenn der das nächste Mal nachlädt, dann holen wir ihn uns. So.
an. Das war das, worauf ich abgezielt habe. Dass sein Tank irgendwann hochgeht. Das war mir nämlich klar. Schon allein durch dieses, durch diese Flammen, die hinten rausgeschossen sind, wenn man ihn getroffen hat, war es abzusehen, dass, wenn man ihn ordentlich trifft, dass er irgendwann explodiert. Und, wie man sieht, hat er das auch getan. Okay, wir brauchen auf jeden Fall auch einen schweren Takedown. Die scheinen jetzt auch immer öfter zu kommen. Wir schreiten ja auch immer weiter voran, natürlich. Oh, guck mal, hätten wir da jetzt immer lang schwimmen können, ne? Ja. Naja, macht nichts. Der Stealthy Way ist nicht immer meins und wir haben auch gerade keine Waffen, um Stealthy vorzugehen. Weil wir hier die neuen mitnehmen müssen, um sie zu safen. Aber wie kommen wir denn da rüber? Ich glaube... Damit hatten sie zwar nicht gerechnet, aber ich glaube, wir sind die Ersten hier. Leopard. Oh. Schade, dass ich den Dings weggegeben habe, den blöden Bogen, ey. Mist. Mist. Jetzt hätten wir uns doppelte Fälle sichern können. Shit. Das wäre echt praktisch gewesen, glaube ich. Aber wir müssen den anderen finden. Schneeleopard. Jawohl, aber es hat gereicht. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Jetzt schreiten wir langsam immer weiter voran. Ah, das haben wir auch schon. Nice, seht mal, Freunde. Seht mal. Okay, jetzt müssen wir weiter. Jetzt können wir auch weitergehen. Oh, schaut euch das mal an. Voll nice. Nehmen wir mal besser mit. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Ganz schön mystisch hier, hä? Oder ist sie? Komm aus der Höhle. Nein! Nach der Statue suchen wir seit Monaten! Lass ihn nicht raus! Erledigt ihn! Kämpft vorwärts! Ich greife an! Wir haben uns noch nicht gesehen, die Burschen. Trottel. Lass das Gebiet an! Jawohl! Guck mal, wir haben 15 Handgranaten dabei. Und 15 Molotow-Cocktails. Komm schon! Zack.
Kommt schon. Kommt schon. Ich werde dich zerstückeln. Ja, mein Freund. So schnell geht's. Das war also ihre Truppe, um mich aufzuhalten. So langsam, aber sicher müssen sie... Also ich meine, außer am Anfang. Habt ihr ja gesehen, da war echt ein Versager. Aber so langsam... müssen sie sich doch schon etwas mehr Mühe geben. Um uns aufhalten zu können. Ist das ein Seil? Oder eine Schlange? Im ersten Moment dachte ich eine Schlange, aber es ist ein Seil. Immer wenn hier oben so ein Punkt ist, liegt unten ein Seil. Man sieht, wo der Punkt ist. Zack! Können sie eigentlich die Kletterdinger hier schon befestigt haben, wenn sie gerade eben erst in die Höhle gekommen sind? Fragen über Fragen. An den, der dies findet. Wenn irgendjemand das liest, bitte gebt die Nachricht an die örtlichen Behörden weiter. Wir haben Schutz vor einem massiven Schneesturm gesucht, aber sind in eine Gletscherspalte gestürzt. Wir haben versucht, die Spalte hochzuklettern, aber es geht nicht. Wir werden versuchen, einen anderen Weg aus dem Gletscher zu finden. Wir können Tiere hören. Hoffentlich sind es keine Raubtiere. Wee Abbey Winter 1953. Weiß nicht, was wir jetzt für ein Jahr haben, aber 53 ist, glaube ich, schon eine Weile her. Herc, ich hab's. Hol mich hier raus. Absolut, Mann. Ich bin der Wind unter deinen Flügeln, aber komm nicht auf Ideen. Ich bin nämlich nicht monogam. Hab's versucht. War scheiße. Ein Bulle braucht Auslauf, Mann. Ja. Ich brauch Auslauf. Ach, schön. Die Jungs sind manchmal echt lustig, alle. Ach Gott. Er ist nicht monogam, er hat's versucht. War scheiße. Gott, ist das eine Harpune? Alter, begrüße den Pfähler. Den nimmt man nicht mehr nur für Wale. Ich sag dir, weißt du, das wird das Ding in jedem Schlafzimmer. Mit den richtigen Aufsätzen. Ah ja. Oh. Monster-Riesen-Dildo. Totaler Indie-Moment. Hattest du einen Beutel Sand? Und hast die Statue durch den Beutel ersetzt, weil da eine Druckplatte drunter war? Nein. Nein, aber es gab eine Schlangengrube? Nee, auch nicht. Schlangen? Im Schnee? Nein. Nicht? Oh, cool. War bestimmt trotzdem episch genug, um den Affengott zu besänftigen. Ja. Wenn ich die anderen finde, dann melde ich mich. Sehr episch, okay? Mein Freund. Es gibt noch mehr? Mhm. Also dann? Okay. Du hast meine Nummer. Ich glaube, du hast meine. Das stimmt. Und deine Adresse. Ah, toll. Das sind ja glücklichere Voraussichten. Assi, Alter. Dieser Assi. Und wir machen einen Folgenboys, sind schon wieder hier auf dem Berg. Das ist ja unglaublich. Wir bleiben hier die ganze Zeit hier. Aber so ist es. Freunde. Ah, seht ihr? Nichts Böses sagen. Es gibt sogar Erfahrungspunkte. Zack. Und Fähigkeitenpunkte. Sehr schön. Okay, Freunde, dann habt einen schönen Tag, einen schönen Abend, wie auch immer. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Macht's gut, Leute. Ciao.